by Katy TV. Today's topic was so geil, es passiert. Das ist kein Schwein erwartet. Es hat mich einfach nur berührt, weil ich hatte heute einen schlechten Tag. Und ich habe bei Twitter, also ich habe mich heute... Wollen wir uns mal anhören, was sie denn heute so Geiles erlebt hat. Bei Twitter angemeldet, da habe ich HerrTutorial gesehen. Und dann habe ich ihm einen Link gesendet von meinem Kanal und dann hat er ein Herz auf meinen Kanal gemacht. Ein Herz. Ich war so baff. Ich hab gemeint, boah ey. Ich hab gemeint. Es gibt ja auch wirklich nichts Wichtigeres auf der Welt, als dass einem HerrTutorial persönlich auf die Pinnwand schreibt. Cool. Also nein, aber das war echt schön für mich. Und ich zeig's euch mal, wie ich das jetzt gepostet habe auf Facebook. Also, Facebook. Hier. Da sieht man's. Das war total scheiße, wie geil. Das hat mich einfach nur glücklich gemacht. Also, wirklich, ich verstehe es nicht, es geht nicht in meinen Kopf rein. Ich finde es ja okay, wenn man als jüngeres Mädchen ein Idol oder sowas in der Art hat, aber das nimmt fast schon kranke Maßstäbe an. Der Typ scheint für sie wie eine Art Gott zu sein oder so. Und boah, der macht mit den Kindern eine richtige Gehirnwäsche, Leute. Und das scheint ihm sogar zu gelingen. Okay. So, und ja, ich finde HerrTutorial sau cool und so und ich bin so stolz auf mich und das ist der. Warum bist du stolz auf dich, wenn dir jemand auf die Pinnwand schreibt? Ja, ein Herz. Was ist für ein Herz bedeutet, ein Herz. Und ich bin richtig froh, dass der mir ein Herz. Also, auf jeden Fall. Ja, normal heißt ja ein Herz irgendwas Tiefsinnigeres oder so. Aber meinst du, du bedeutest ihm wirklich irgendwas, außer dass du einer seiner 250.000 Abonnenten bist, die ihm da jeden Tag, was weiß ich, wie viele Cents einbringen? Das ist wirklich unglaublich, was ihr euch da einbildet. Meinst du, der macht jetzt eine Beziehung mit dir oder so? Ich bin immer noch so glücklich. Als ich das gesehen habe, ich meine, oh, Scheiße! Oh mein Gott. Und so hat dann gemeint, ja, so ist er ungefähr abgelaufen. Und so, ach, was mir jetzt so. Und so. Scheiße! Und, ja, das war ziemlich gut. Okay, das war's. Wollte ich nur mal sagen, weil dieses Video nenne ich, oder, mache ich auf Twitter. Mit HerrTutorial sieht und dann mich abonniert und mir dann schreibt, wie zwei Verrückten, das wäre sauber. HerrTutorial, du bist wahnsinnig geil. So. Ja, hier noch ein paar Kommentare. HerrTutorial hat schön geschrieben. Geben wir gleich mal natürlich negative Abstimmung, deswegen ist auch nicht besonders. Und hier der einzig gute Kommentar. Sammy betreibt richtig schöne Gehirnwäsche, wie man hier sieht. Er schreibt halt eben manchmal irgendwas, ich liebe dich und so, und darauf bilden sich die Kinder was ein. Das ist für mich wirklich unverständlich.